wurden vier Fragen gestellt. Und die vier Fragen finde ich alle gut und deshalb habe ich mich auch total eng an sie gehalten und werde sie alle beantworten. Das ist nicht so oft der Fall, das weiß ich. Die erste, ich weiß nicht, sind die Fragen verteilt worden? Haben die das jetzt gerade mal kurz gesagt? Okay, das können Sie einfach nochmal sagen. Gut, nein, dann sagen Sie recht. Genau. Bitte? Eine Vorstellung nochmal, ja? Ich soll mich nochmal vorstellen, mache ich auch. Ich heiße Daniela Schwarzer, ich bin seit 8 Jahren bei einem Institut in Berlin, das heißt Stiftung Wissenschaft und Politik, ist ein politikberatender sogenannter Think Tank. Ich leite seit einiger Zeit die Europaabteilung, war davor Journalistin und habe, das sage ich gerne, auch 3 Kinder und bin deshalb auch begeisterte Mutter. Gut, die erste Frage war, wo stehen wir bei der europäischen Integration und wo geht es hin? Und das offensichtliche Stichwort hat Anna gesagt, 3 Jahre Krise. Das ist das, was uns am meisten in unserem Denken prägt. Ich möchte aber ein paar andere Dinge noch nennen, wo wir auch in der Integration stehen. Mit dem Negativen genau. Deshalb, da bin ich ja gerade dabei. Und möchte dann aber in der Tat darauf eingehen, wo wir in der Krise stehen und wie wir da weiterkommen. Denn was wir in Europa auch haben, und wir sollen wirklich nicht nur an die letzten 3 Jahre Verschuldungskrise denken und an die letzten 5, 6 Jahre auch noch Wirtschaftskrise und Finanzkrise dazu, sondern wir sollen uns auch überlegen, dass wir seit 1945 Frieden auf diesem Kontinent haben. Dass wir es geschafft haben, diese Gemeinschaft auf mittlerweile 28 Staaten zu erweitern. Und der große Schritt da liegt rund ein Jahrzehnt zurück, nämlich die Osterweiterung. Wir haben 20 Jahre Binnenmarkt und mittlerweile schon 14 Jahre Euro. Wir haben, und das ist eines der Negativdaten, die ich ganz wichtig finde und die wir drüber reden müssen, es ist 8 Jahre her, seit der Verfassungsvertrag im Referenden gescheitert ist und 8 Jahre her, seit auf die Probleme, die damals zutage traten, an dem Negativvotum der Bürger, keine Antwort gefunden wurde. Und es ist 4 Jahre her, seit im Prinzip der gleiche Vertrag in Form des Lissabon-Vertrags in Kraft trat. Ich kann nicht auf alle Punkte eingehen an dieser Stelle, aber was ich sagen möchte und zur Diskussion stellen möchte, ist, dass viele der Probleme, vor denen wir heute stehen, wenn wir versuchen, Europa weiterzudenken, wenn wir aus der Krise rausdenken und uns überlegen, wie wir die EU vielleicht auf eine demokratische Grundlage stellen können, auf eine Grundlage, in der die Bürgerinnen und Bürger mehr mitwirken können, dass wir uns das eigentlich nicht mehr vorstellen können, weil man sich überhaupt nicht heute richtig ausdenken kann, wie es funktionieren kann, dass man einen Vertrag revidiert und das am Ende alle zustimmen. Davor haben unsere politischen Eliten offensichtlich die allergrößte Angst, denn diese Fragen werden im Moment nicht gestellt. Und meine These ist, dass das mit der aktuellen Krise, die wir seit 3,5 Jahren erleben, nur sehr zum Teil zu tun hat, sondern vor allem damit zu tun hat, dass diese großen Schritte der Integration vollzogen wurden, ohne ausreichend die Bevölkerung mitzunehmen, ohne ausreichend politisch diskutiert zu werden, und in ihren Folgen erst später richtig klar wurden und auch dann, als die Folgen klar wurden, nicht ausreichend Konsequenzen gezogen wurden. Gut, jetzt aber ein paar Gedanken zur Krise, denn das ist das, wo sich meiner Ansicht nach im Kontext, in dem sich ganz relevant auch die Europawahlen 2014 verorten lassen müssen. 3,5 Jahre Verschuldungskrise und der Euro ist immer noch da. Das ist, glaube ich, die gute Botschaft. Und der Euro ist deshalb noch da, weil viel geschehen ist, über das vielleicht viel zu wenig geredet wurde, an positiven Entwicklungen, an politischen Entscheidungen, die es möglich gemacht haben, den Euro zusammenzuhalten, an unkonventionellen Lösungen, die teilweise von gewählten Regierungen getroffen wurden, aber auch sehr, sehr viel von der Europäischen Zentralbank gemacht wurde. Das heißt also, letztendlich hinter den Kulissen Maßnahmen ergriffen wurden, die es möglich gemacht haben, den Euro zusammenzuhalten. Ohne dass man so richtig gemerkt hat, dass da eigentlich eine Menge passiert. Es gab aber auch wichtige politische Entscheidungen, nämlich beispielsweise den europäischen Rettungsmechanismus, den sogenannten ESM, einzurichten. Es gab die Entscheidung, einen Eurozonengipfel einzuführen. Also die Eurozone hat sich eigentlich als politischer Kern der EU28 immer deutlicher herauskristallisiert. Die wichtigste Diskussion in der Zeit jetzt, in diesen Wochen und sicherlich auch noch in der ersten Hälfte des nächsten Jahres ist die Frage nach der Bankenunion, wie die so gestaltet werden kann, dass sie wirklich nicht nur mittel- und langfristig dafür sorgt, dass Probleme im Bankensektor auch auf den Schultern des Bankensektors bearbeitet werden,
sondern auch für die kurzfristigen Probleme Lösungen findet. Da sehe ich im Moment noch die größten Gefahren. Und dann die große Frage, was heißt diese ganze Integration eigentlich für die Frage einer Fiskalunion? Denn steht, da stand in vielen wichtigen Dokumenten, dass man auch über dieses Thema nachdenken soll. Im Moment ist die Debatte fast völlig verschwunden. Fast niemand redet heute mehr auf europäischen Gipfeln von fiskalischer Integration, von neuen Mechanismen, die die Eurozone stabilisieren könnten und die insbesondere auch den Krisenstaaten sehr viel helfen könnten. Und der Grund ist meiner Ansicht nach, dass seit letztem Sommer durch das OMT-Programm der Europäischen Zentralbank natürlich sehr viel Druck aus den Märkten genommen wurde und damit der politische Eifer, über diese Fragen nachzudenken, deutlich erschlafft ist. Wenn wir aber uns vor Augen führen, was bereits passiert ist im Bereich der fiskalischen Integration, dann ist das eine ganze Menge. Man nennt es nur nicht so. Auf der einen Seite gibt es den Rettungsmechanismus ESM, das habe ich gesagt. Es gibt Programme, mit denen Geld in neuer Weise auch in die Krisenstaaten geschickt wird, über die Europäische Investitionsbank. Es gibt die Diskussion, wie man Mittel aus dem EU-Haushalt besser verwenden kann. Es gibt große Vorschläge wie etwa eine europäische Arbeitslosenversicherung oder ein Marshallplan. All das ist in der Diskussion und ich denke, es ist sehr wichtig, die Debatte zu strukturieren und weiterzuführen und sie dann unmittelbar mit der nächsten wichtigen Diskussion zu verknüpfen, nämlich, wenn wir uns schon in einer Teilfiskalunion befinden, wie kann in diesem Kontext demokratische Legitimation gewährleistet sein? Dieses Thema wird ganz offensichtlich, wenn man sich anschaut, wie heute europäische Mechanismen in nationale Souveränität eingreifen, in Entscheidungen, die gewählte Regierungen und Parlamente vielleicht ganz anders fällen würden, als ihnen das europäische Regeln vorgeben. Und gerade hier entstehen Spannungen, nicht nur in den Krisenstaaten, die unter Troika-Programmen sowieso einen ganz großen Teil ihrer Souveränität im Bereich der Wirtschafts- und Haushaltspolitik bewusst aufgeben, um Kredite zu kriegen, sondern insgesamt ist in der Europäischen Union ein Rahmen, ein Regelwerk entstanden, das letztendlich sehr stark politische Richtung vorgibt über Programme, über Berichte und so weiter, über Interventionen. Und meiner Ansicht nach, wir vor Phasen stehen werden, wo es zu großen Spannungen kommen wird, nämlich dass die Regeln nicht respektiert werden, dass es aus Sicht einiger Länder vielleicht falsch ist, genau diese Politik zu implementieren. Und andersrum gesehen aus Ländern, die die Regeln richtig finden inhaltlich, wie das sicherlich mehrheitlich in Deutschland der Fall ist, es als illegitim betrachtet wird, wenn andere genau diese Regeln nicht einhalten. Und meiner Ansicht nach kommt man da nur raus, indem man sich zum einen ganz genau überlegt, wie viel Verregelung braucht man und welche Form genau. Und dass der Prozess weniger als technokratischer Prozess sich darstellen muss, sondern vielmehr auch von Parlamenten getragen werden muss. Da gibt es erste Fortschritte durch den Einbezug nationaler Parlamente. Meiner Ansicht nach muss das durch europäische Maßnahmen noch viel weiter flankiert werden. Die Auswirkungen der Krise heißen aber auch massive soziale und politische Verwerfungen in sehr vielen Staaten. Für mich ist es immer wieder überraschend, dass die Stabilität beispielsweise in einem Land wie Spanien noch so groß ist, wo wahnsinnig hohe Zahlen von Jugendarbeitslosigkeit eine ganze Gesellschaft durcheinander bringen, wo wir neulich einen ein Spanier, den vielleicht der eine oder andere kennt, der ehemalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Josep Borrell, erzählt hat, dass seine zwei Söhne, der eine Pilot, der andere Diplomat, beide durch Gehaltskürzung im Prinzip ihre Familie nicht mehr ernähren können. Das muss man sich mal klar machen. Dass also auch Leute in Berufen, wo man denken würde, dass es völlig möglich sein muss, dass man eine Familie mit zwei Kindern durchs Leben bringt, dass hier Schwierigkeiten bestehen. Und natürlich ist das in den Berufen, wo die Gehälter von vornherein viel geringer sind oder eben Arbeitslosigkeit gar nicht mehr zu umgehen ist, viel, viel schlimmer. Griechenland hat mit noch schlimmeren Folgen zu kämpfen und was meiner Ansicht nach das größte Augenmerk braucht und gerade auch aus deutscher Sicht ist, wie man diese Gesellschaften so unterstützen kann, dass wir hier nicht mit einer mittel- und langfristigen politischen Destabilisierung zu tun haben, die zu Populismus, Extremismus führt, was dann auch Auswirkungen natürlich auf unsere Demokratie haben wird. Ich denke, gerade bei diesem Punkt ist die Europäische Union unentschlossen und hilflos. Und das ist nicht nur die Frage, wie viel materielle Unterstützung brauchen diese Gesellschaften, brauchen die Leute dort, wie viel Mobilität muss man zulassen, wie offen sind wir, um Leute aufzunehmen, die dann vielleicht später wieder zurückgehen, wenn sie hier vielleicht eine Ausbildung gemacht haben und ein paar Jahre gearbeitet haben.
sondern das andere Thema, was nur teilweise ursächlich mit dieser Krise zu tun hat, aber uns genauso beschäftigen muss, ist, wie mit Demokratien umgegangen wird, in denen die Auswirkungen gar nicht so schlecht sind, so schlimm sind, sondern wo aufgrund von Wahlergebnissen Entscheidungen möglich sind, die nationale Demokratie schrittweise abbauen. Und da denke ich an Ungarn. Hier sieht man, dass die Europäische Union nicht das Instrumentarium hat und auch nicht den politischen Willen, solchen Entwicklungen sich sehr klar entgegenzustellen. So viel zur Bestandsaufnahme. Ich hoffe, sie war nicht nur negativ, aber ich möchte die Probleme ansprechen, über die wir nachdenken sollten. Und das tue ich dann mehr als die Errungenschaften. Ich bin eine absolut überzeugte Europäerin und verbringe sozusagen ja, mein Arbeitsalltag, aber auch viel meiner privaten Zeit mit Themen, die mit Europa zu tun haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Dingen jetzt ins Auge sehen, um zu überlegen, wie man weitergehen kann. Die Frage ist, wie wir... Moment, das war die nächste. Wie europäische Antworten auf die wachsenden Zustimmungswerte für populistische und rechtsextremistische Parteien gefunden werden können, die die Einheit Europas in Frage stellen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, was ich als Problemlage sehe, die dazu überhaupt geführt hat. Denn sonst kann man keine Antworten finden, wenn man sich nicht klar macht, warum diese Parteien plötzlich attraktiv werden für Wählerinnen und Wähler. Und ich möchte auch sagen, dass ich Wählervoten akzeptiere. Das heißt, wir dürfen nicht verdammen, was da passiert. Wenn in Frankreich vielleicht die stärkste Partei der Front National ist, dann ist das ein demokratisches Votum. Das ist schrecklich, aber das ist eins und damit muss das Parlament und muss Frankreich und andere Länder, das ist jetzt nur ein Beispiel, für die nächste Legislaturperiode sicherlich umgehen können. Was man merkt, unterstütze ich mich auf Meinungsumfragen, aber auch auf Gespräche, die ich auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung bei einer ganz tollen Veranstaltung neulich mit jungen Aktivisten aus Krisenländern insbesondere führen durfte. Die Wahrnehmung hat sich meiner Ansicht nach bei der jüngeren Generation massiv verschoben, nämlich, dass die Zukunft keine Chancen mehr bietet. Und wenn man sich das überlegt, ich glaube, wir alle sind, oder die meisten von uns, sind wahrscheinlich aufgewachsen in einem Kontext, wo man irgendwelche Chancen für sich selber gesehen hat und sich irgendwas ausmalen konnte, wo man hin will. Vielleicht nicht entscheiden konnte und vielleicht ist man woanders gelandet, aber dass man, oder zumindest ich und mein Freundes- und Bekanntenkreis sicherlich nicht in einer Situation aufgewachsen ist, wo wir gedacht haben, wir haben keine Chance. Das denken aber sehr viele junge Leute heute. Und wenn jetzt jemand kommt, der ihm verspricht, Schutz zu bieten und ihm Chancen zu bieten, indem man andere ausgrenzt und ihm vielleicht wirtschaftliche Versprechen macht, die völlig unrealistisch sein mögen, und ihn stolz zeigt, nämlich Nationalstolz, dann ist das vielleicht ein Grund, sich für diese Parteien zu entscheiden, in einer Situation, wo andere Parteien diese Vision eben nicht bieten. Die EU wird gerade in den Krisenstaaten, aber auch in vielen anderen Staaten und nicht nur bei der jungen Generation, nicht mehr als Lösung von Problemen angesehen, sondern als Teil der Bedrohung. Die EU wird als ohne Projekt, ohne politisches Ziel wahrgenommen. Sie ist ein Zustand, und der Zustand liefert nicht das, was man möchte. Und wo das Ganze hingehen soll und wie dieser Prozess in seiner Komplexität gesteuert werden soll, den sieht man eigentlich nicht. Die populistischen Parteien sind aber auch fast alle, rechts wie links, Anti-Elitenbewegungen. Und damit ist das nicht nur ein europäisches Problem, sondern ein nationales Problem. Der Diskurs von populistischen Parteien richtet sich gegen die da oben. Das ist eines der Charakteristika von Populismus. Und baut eben genau auf diesem Gefühl, dass die Wähler oder die potenziellen Wähler dieser Parteien nicht für sich eine Chance sehen, mitzureden und mitzubestimmen. Und dieses Gefühl, dass man selber keinen Einfluss hat, verleitet einen natürlich dazu, eine Partei zu wählen, die selber sagt, wir sind gegen dieses System. Und wenn ihr uns wählt, dann können wir alles ganz anders machen. Das sind teilweise Fragen, die deutlich über die EU hinausgehen und die auch sehr, sehr viel mit dem Zustand nationaler Demokratien, nationaler Parteien, Bürgerbewegungen und Politiker zu tun haben. Das heißt also, man kann sie überhaupt nicht in einem Europawahlprogramm beantworten. Man kann nur einen kleinen Beitrag leisten, indem man vielleicht aufzeigt, dass man bei manchen dieser Punkte Ansätze sucht und das dann in dem Kontext eben auf der europäischen Ebene macht. Da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich die Frage, wie man Europa denn heute neu begründen kann und wie man motivieren kann, mitzumachen.
Ich möchte da 5 Punkte vorschlagen. Der erste Punkt ist, genau anders als das die populistischen Parteien tun, Europa im globalen Kontext denken. Denn der populistische Diskurs ist einer, der gegen Entgrenzung ist und der im Prinzip sagt, Europa ist schlecht, zurück ins Nationale, wir wollen das System abbauen und Globalisierung ist auch schlecht, wir wollen zurück ins Kleine, ins Kontrollierbare, in den Schutz kommen. Ich würde Europa positionieren, genau in dem Kontext der globalen Herausforderungen und sehr deutlich machen, wenn man denn der These zustimmt, dass wir Globalisierung nicht zurückdrehen werden. Dass Europa der Raum ist, in dem man aber noch gestalten kann und mit dem man dann auf globaler Ebene gestalten kann. Das betrifft insbesondere die politischen Probleme, die per Definition entgrenzt sind im Moment. Umwelt, Klima, Energie, aber auch das ganze Thema Finanzmarktregulierung, Wirtschaftsentwicklung. Da ist meine feste Überzeugung, dass wir auch als größter EU-Staat und wirtschaftlich stärkster EU-Staat auf gar keinen Fall eine Chance hätten, alleine in der Welt zu wirken. Und deshalb ist für mich Europa ein Raum, der viel mehr zur Gestaltung von internationalen Mechanismen genutzt werden muss, der stärker dazu dienen muss, europäische Interessen, aber auch europäische Wertvorstellungen in die internationale Diskussion zu bringen. Der zweite Punkt ist natürlich, und das ist schwierig heute sich überhaupt auszudenken, Europa muss ein Raum sein, der Chancen eröffnet. Viele Chancen gibt es durch Europa, gerade für jüngere Leute im Bereich der Mobilität, im Bereich der Bildung, der Ausbildung. Das reicht aber bei weitem nicht. Es gab jetzt kleine Schritte, das Programm für die Jugendarbeitslosigkeit oder gegen die Jugendarbeitslosigkeit, das im Juni 2013 beschlossen wurde mit seinen maximal 8 Milliarden Euro, das ist etwas. Aber es ist natürlich nicht genug und ich frage mich, ob es irgendwo spürbar ist, ob irgendjemand irgendwo erkennt, dass hier schon was gemacht wird. Meiner Ansicht nach muss, wenn ich mir das Verhältnis von Bürger und EU vorstelle, ist für mich das Leitbild, dass ich mir vorstelle, dass Bürger das Gefühl haben müssen, als EU-Bürger befähigt zu sein, in Europa zu wirken. Das bedeutet, dass wir eigentlich bei der Schulbildung anfangen müssen. Europa gehört meiner Ansicht nach in die Curricula, genauso wie das Wissen über das eigene nationale politische System. Das kann man ganz leicht technisch begründen. Wenn mehr als die Hälfte der Gesetze aus diesem System kommt, muss ich verstehen, wie es funktioniert. Zweitens gehört für mich dazu, dass viel mehr darüber nachgedacht werden muss, wie man Kinder frühzeitig an Fremdsprachen heranführt und das nicht zu einem Projekt der Privatschulen macht. Berlin ist da ein ganz tolles Beispiel mit einem großen Netzwerk an staatlichen Europaschulen. Das ist aber nur Berlin und das ist nicht Deutschland und das ist schon gar nicht die EU. Und Sprachenlernen geht im kleinen Alter mit sehr wenig Aufwand und ist meiner Ansicht nach mit ein Baustein, den wir brauchen, um Europa mit seinen Staatsbürgern auszustatten. Der zweite Punkt ist dann eben Mobilität viel mehr zu öffnen, dass es nicht mehr den Studierenden, die das Glück haben, in den Genuss eines Erasmus-Programms zu kommen, offen steht, sondern dass wir viel stärker daran arbeiten müssen, dass auch in den Ausbildungsberufen die Chance besteht, dass man ins europäische Ausland geht, dass man Begegnungsraum schafft, wie das im Deutsch-Französischen der Fall ist. Das sind ganz wichtige Momente. Ich selber habe davon enorm profitiert. Ich glaube, dass es viel, viel breiter geschehen muss, um überhaupt das Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen, dass Europa der Raum ist, über den wir hier reden und nicht nur der Ort, die Region und das eigene Land. Der dritte Punkt ist, dass wir uns meiner Ansicht nach mehr trauen müssen, Europa als Wertegemeinschaft aufrechtzuerhalten. Ich denke, das ist uns allen irgendwie klar, was Europa da ausmacht. Aber ob wir das wirklich so durchdenken, wie man das der Bevölkerung klar macht, wie man das Positive hervorhebt, was Europa gebracht hat und wie man auch selbstbewusster sagt, wir sind eine Wertegemeinschaft, die international mitgestalten will und die bestimmte Standards vorgibt. Da können wir meiner Ansicht nach noch viel mehr machen, aber wir müssen uns auch den Problemen gegenüber sehen, nämlich das Beispiel Ungarn habe ich genannt, dass wir an der Durchsetzung dieser Werte teilweise im Moment in unserem Inneren scheitern. Und nicht nur in Fragen der Demokratie, sondern auch der sozialen Gerechtigkeit. Und damit bin ich wieder bei den Krisenstaaten. Und der letzte Punkt ist, dass für mich Europa eine Demokratisierungsaufgabe ist. Das bedeutet, dass ich den Punkt Bürgerbeteiligung und Systemwandel, das sind zwei Seiten einer Medaille. Viel kann passieren, ohne dass man das EU-System neu aufstellt, indem man neue Beteiligungsformen schafft, indem man als politischer Akteur, als Partei viel aktiver wird. Aber natürlich muss auch Europa reformiert werden, um demokratisch regiert zu werden. Das Institutionengefüge der Europäischen Union wurde im Prinzip geschaffen und weiterentwickelt, um Europa aufzubauen.
in den Nachkriegsjahren. Und dann gab es irgendwann das Europäische Parlament, das dann auch irgendwann direkt gewählt wurde. Aber das System an sich ist meiner Ansicht nach nicht so gedacht, dass es Europa so tief regiert, wie es es heute tut. Deshalb müssen wir über die Entscheidungsverfahren und über die Formen der demokratischen Mitbestimmung meiner Ansicht nach nachdenken. Und das ist vielleicht das große Fazit, das ich ziehen will zur Frage, wie kann man Europa heute im Wahlkampf auch kommunizieren. Ich denke, der Moment, in dem wir im Moment uns befinden, ist charakterisiert dadurch, dass man absolut europafreundlich sein kann, aber gleichzeitig sehr EU-kritisch. Und das war bislang eigentlich immer ein Widerspruch. Wenn man europafreundlich war, war man für die EU. Heute wächst die Kritik an der EU und zu Recht. Und viele, die eigentlich sehr, sehr stark für Europa und das Zusammenwachsen der Staaten und der Bürgerinnen und Bürger und der Gesellschaften sind, die werden sagen, ich bin aber nicht für diese EU. Und da ist genau die große Chance und die große Gefahr. Denn wenn die Leute, die EU-kritisch sind, aber sich als Pro-Europäer fühlen, keine Alternative sehen, keine Wahlmöglichkeit haben, um zum Ausdruck zu bringen, ich bin für Europa, aber EU-kritisch, dann werden sie vielleicht irgendwann völlig EU-kritisch und europakritisch werden, weil sie überhaupt keine Chance auf Wandel mehr sehen. Und das ist meiner Ansicht nach einer der großen Gründe, warum antieuropäische Parteien es so leicht haben, im Moment Zulauf zu generieren. Die letzte Frage war nach der Bedeutung der Solidarität im europäischen Kontext. Was mich frappiert ist, wie unterschiedlich die Diskurse über Solidarität im Moment in den Mitgliedstaaten laufen. Nehmen wir nur Deutschland und Frankreich. In Deutschland ist Solidarität fast ein gefährlicher Begriff. Ich benutze ihn immer, aber ich werde immer gefragt, meinen Sie Transferunion? Und dann sage ich gerne manchmal ja, weil wir einen Teil, was die Eurozone eben braucht, auch darüber nachdenken müssen, ob wir temporär mehr Transfers brauchen, um aus der Krise rauszukommen und ob wir fiskalische Mechanismen brauchen, die die Eurozone dauerhaft stabilisieren kann. Und das wird dann möglicherweise auch heißen, dass die Länder, die in anderer Weise sehr stark davon profitieren, dass sie im Euro sind, wie zum Beispiel Deutschland, auf dem Papier etwas mehr dafür bezahlen müssen. Aber Solidarität heißt natürlich auch noch etwas anderes und ich glaube, da ist die spannende Diskussion. Solidarität heißt nicht nur Einbahnstraße, Geld von einem zum anderen, sondern Solidarität heißt auch Versicherung. Und eine der großen Diskussionen, die in Frankreich im Moment geführt wird, ist beispielsweise die Frage, ob wir für die Eurozone so etwas wie eine europäische Arbeitslosenversicherung brauchen. Wenn man in Berlin die Frage stellt, ob wir sowas brauchen, dann kommt die Antwort aus der Regierung, bitte nicht, wir würden so und so viel einzahlen und nur so wenig rausbekommen. Das ist im Moment richtig. Aber wenn man dieses Modell angewendet hätte auf Deutschland, in der Phase, als wir der kranke Mann Europas waren, hätten wir enorm davon profitiert. Das heißt, wir müssen über die Zeit blicken und wir müssen uns fragen, wie lange sind wir in dieser relativen Situation der Stärke und gibt es für uns nicht auch Gründe anzunehmen, dass wir irgendwann wieder zu den Schwächeren gehören? Es müssen sich die Länder fragen, die im Moment relativ gut dastehen, Frankreich und Deutschland, und die Länder, die schlecht dastehen, müssen sich überlegen, dass sie vielleicht auch irgendwann wieder zu denen gehören werden, die in Mechanismen, wenn wir sie denn schaffen, einzahlen. Das heißt, der Solidaritätsbegriff ist nicht nur einer, der jetzt in der Krise unmittelbar sozusagen als Teil der Lösung von den massiven Verwerfungen in Europa seinen Platz hat, sondern wir müssen uns auch über die Zeit fragen. Inwieweit sind wir bereit für ein System, in dem Solidarität zwischen Bürgerinnen und Bürgern der EU institutionalisiert wird? Beispielsweise eben über ein System der Arbeitslosenversicherung. Ich glaube, diese Diskussion muss geführt werden. Ich selber bin aus Gründen, die eher mit makroökonomischen Erwägungen zu tun haben, sehr stark dafür. Ich merke aber natürlich, wie sehr solche Fragen im Moment noch Angst machen. Das heißt, es ist keine Lösung, die man sofort machen sollte. Aber ich glaube, wir müssen die Debatte führen, ob wir irgendwie dahin kommen können, dass solche Mechanismen akzeptabel sind und dass wir das, was wir haben, nämlich eine gemeinsame Währung in ein Gesamtsystem betten, wo wir in allen Ländern und über die Zeit so etwas wie einen fairen Ausgleich haben. Denn das hat uns die Krise sehr deutlich gezeigt. Währungsintegration hat enorm viele Konsequenzen. Und wenn wir die politische Untermauerung und auch die fiskalische Untermauerung der Währungsunion nicht hinkriegen, dann wird sie meiner Ansicht nach nicht mit einem Riesenknall auseinanderfallen, sondern wir werden dauerhaft in einer Situation sein, wo sie nicht richtig gut funktioniert und die Bevölkerung das spürt und wir genau mit den Problemen, die ich angesprochen habe, nämlich
wachsende Populismen, Anti-Elitengefühle, Anti-EU-Gefühle immer mehr zu tun haben werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.